Hallo Modellbaufreunde, hier ist wieder euer Chris und ich begrüße euch wieder mal ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und ja, was machen wir heute? Worum geht's? Genau, heute werden wir mit Daniel rausgehen, habt ihr wahrscheinlich schon gelesen. Wir gehen nämlich mit seinem Thunder-Tiger raus und meinem Rex. Und ich denke mal, nächstes Wochenende werden wir mit Daniel zusammen hier irgendwas basteln. Mal gucken, ich weiß noch gar nicht was. Auf jeden Fall haben wir uns das vorgenommen. Wir werden da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein Auto-Tune oder so oder einen neuen Motor irgendwo in irgendeinen Wagen einbauen. Und dann werden wir da ein bisschen was erzählen, ein bisschen daran rumschrauben. Das hat er sich gewünscht, das werden wir auch machen. Ne? Das ist gar kein Problem, das machen wir auch. Und was soll ich noch sagen? Ja, ich habe auch eigentlich, war es gar nicht so wichtig. Ne? Weil viel wichtiger ist nämlich jetzt, genau, dass wir jetzt rausgehen, ein bisschen rumfahren und dann sehen wir uns später sowieso nochmal hier. Und dann habe ich sowieso wieder im Kopf. Ne? Bis gleich. So, Freunde, wieder sind wir draußen, beziehungsweise noch sind wir in der Parkgarage, aber gleich werden wir mit Daniel rausgehen. Ja, Daniel, sag mal was. Jo, hi Leute, gleich geht's raus. Wir werden wohl wieder zu unserem alten Platz fahren. Ich habe meinen Sledgehammer S50 mal mitgebracht. Jo, der wird ganz gut abgehen, hoffe ich. Ihr werdet es gleich auch sehen. Ich sag mal, bis später. Ja, ich würde sagen, bis gleich. Ja, mal gucken, das ist ganz schön kalt. Wollen wir mal hoffen, dass die Kiste gleich anspringt. Motor ist nicht vorgewärmt oder irgendwie sowas, aber ich schätze mal, mit dem Motorstarter dürfte das kein Problem sein. Ja, denke ich auch. Machst es dir wieder einfach. Ja, immer, immer. Jetzt läuft er. Geburt, ne? Ja, jetzt ein bisschen abgeschossen die Kiste, aber jetzt passt es ja. Jo. Mutter ist locker. Und was sagt er? Ja, was haben wir jetzt? 125 Grad. Ja, hier oben 130. Das ist in Ordnung, das können wir so lassen. Ja, das sieht auch, sieht gut aus. Passt schon. Und sieht gut aus. So, was hat er jetzt? Ja, wir haben wieder so 120, 130 Grad. Schwankt ein bisschen, fällt. Ja, Daniel, da erzähl mal, was hast du denn so verändert an der Kiste? Ja, also erstmal muss ich sagen, der Motor ist ja ein bisschen biestig, ein bisschen zickig, weil der wahrscheinlich auch so groß ist mit seinen 8,5 Kubik. Wenn man den zu mager macht, wird er zu heiß. Macht man den zu fett, dann säuft das Ding gerne ab. Aber gut, so ist es eben, kann man mit leben. Was habe ich geändert? Ich habe hier nur ein Tuning-Reso, Mielke Masterfix.
Da bin ich ganz zufrieden mit. Und sonst habe ich hier nur andere Dämpfer verbaut. Und zwar bin ich dann fast den gleichen Weg gegangen wie der Warlord. Ich habe mir halt nur nicht 1 zu 8er Big Bore Dämpfer geholt, sondern das sind 1 zu 10er Big Bore Dämpfer. Und die haben so astrein gepasst, man musste nur hier vorne das Auge ein ganz kleines bisschen weiter auffeilen. Das war vielleicht ein halber Millimeter und dann hat das so gepasst. Ja, feilen bist du ja gut, Daniel, ne? Ja, das kriegen wir alle. Ja, und sonst ist das Ding aus der Box raus. Sonst habe ich da weiter nichts dran gemacht bis jetzt. Ja, ich finde, geht ganz gut ab, die Kiste. So, mir reicht der so auch. Ja, denke ich auch. Ja, ich denke, das war's für heute. Ja, Leute. Viel Spaß beim Video, wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles klar, ich würde auch sagen, bis zum nächsten Mal. So Freunde, da sind wir wieder zurück. Und ja, hat echt richtig geil Spaß gemacht, wie immer, ne, mit Daniel. Auch wenn es nicht so lang war, ne, Leute. Aber ihr wisst ja, im Sommer ist das ja immer auch was anderes. Ne? Weil da ist es schön warm, da kann man auch mehrere Autos mitnehmen. Ne? Ihr wisst das ja, wie das ist. Und ja, ich hatte auch gar keine Lust, im Schnee zu fahren. Ich habe ein paar Anfragen bekommen, dass ich mal ein bisschen Runden im Schnee fahre. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch gar keine Zeit gehabt. Ich will euch jetzt auch nicht wieder so groß ausholen. Ich will nämlich erzählen, was ich gemacht habe mit dem Rex Generation X. Ich habe nämlich eine Kleinigkeit verändert, aber wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich hole den mal her. So Leute, da ist er. Das ist ja der Rex Generation X und ihr könnt schon sehen, was ich verändert habe. Ich habe nämlich Mudguards, genau, habe ich selber gebaut, hier hinten, ne? Diese Schutzfänger. Und ich zeige euch mal, ich blende das mal ein, wie ich das gemacht habe, hier. Ja, war echt kinderleicht, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ihr das genau nachmachen wollt, ne, dann ist das eigentlich ganz einfach. Ihr müsst das nur ausschneiden, so wie ich das gemacht habe. Danach lackiert ihr das, lässt ihr trocknen, lackiert ihr nochmal und dann, ja, dann schraubt ihr das so ran, wie ich das gemacht habe. Und zwei schöne Aufkleber drauf, das war's. Ihr könnt die natürlich auch aus Carbon machen. Ist ein bisschen teurer und aufwendiger. Kann man machen, muss man aber nicht. Ne. So. So sieht's aus bis jetzt und als nächstes werde ich hier den auf 4WD umbauen. Habe ich gesagt, mache ich auch. Ne? Das ist nur das Ding, wann. Ne? Ihr wisst ja, bei mir ist Zeit so klein. Ich sag's in jedem Video, es ist aber auch so. Ne? Ich brauche mich gar nicht erklären, eigentlich ist es auch egal. Aber ich möchte ja nicht, dass sie traurig seid, ne? Wenn dann 4 Wochen kein Video kommt. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Dann wundert ihr euch. Deswegen sage ich es euch, dann wisst ihr Bescheid. Ja, ich denke mal, das machen wir dann in 2 Wochen. Und da habe ich dann ein bisschen mehr Zeit. Und in der Zeit mache ich dann auch die Scheinwerfer. Ja, also einmal für vorne, einmal für hinten. Habe ich gesagt. Werde ich auch machen. Ich werde hier noch andere Reifen mir besorgen. Einmal für Onroad. Ich habe zwar noch welche hier vom AirAttack. Aber ich nehme die nicht. Ich hole mir andere. Ich habe nämlich schon welche gesehen, die sehen richtig geil aus. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mich wie immer in meinem Forum besuchen unter www.rc-chris.com. Ansonsten, genau, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Ciao.